Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, heute mache ich mal wieder was, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe, denn wir packen hier heute ein Kinderüberraschungs-Riesenei aus, ja? Die neue Kollektion zu Weihnachten. Und zwar müssten wir hier ja Dinosaurier drin finden zu Jurassic World 3, Jurassic World Dominion. Und Alter, 220 Gramm essbarer Anteil. Ja, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Bis 20.04.2023 haltbar. Sehr schön. Ja, also, es gibt hier drei Dinosaurier zum Sammeln. Ja, Rupi, warum hast du denn da nur ein Ei, wenn es drei zum Sammeln gibt? Naja, komm. Hier, Moment, ich muss das vorsichtig hier hinlegen, dass nicht wegrollt, denn ich habe natürlich noch ein zweites Ei. Ja, das ist ja schon mal klar. Und da es drei sind, habe ich natürlich drei Eier mitgenommen. Das ist ja wohl logisch. Aber um ganz sicher zu gehen, habe ich hier vier Eier mitgenommen, Leute. Vier Eiern. Da werde ich doch wohl alle drei rauskriegen, oder? Nee, dachte ich mir, nimm lieber fünf Eier. Ja, also ich habe hier fünf Kinderüberraschungseier. Die werden wir öffnen. Ich werde es jetzt vielleicht nicht in einem Video schaffen, aber wir schauen uns das an. Ja, wir packen hier fünf riesengroße Kinderüberraschungseier aus und schauen mal, was wir hier alles kriegen. Hier an dieser Stelle mal ganz, ganz viele liebe Grüße an drei YouTube-Kollegen, Sammlerkollegen, die mir hier geholfen haben. Und zwar habe ich die gefragt, gibt es hier irgendwie eine Nummer, wo man gucken kann, welches Viech wo drin ist? Und sie sagen, keine Ahnung, wir haben geschüttelt, ja, und alle drei haben mir genau das gleiche erzählt. Wenn du schüttelst und du hörst es ordentlich rascheln oder poltern, dann ist da ein Triceratops drin. Wenn es nicht ganz so heftig poltert, ist der Raptor drin, Blue, ne? Wenn es überhaupt nicht poltert, ist der T-Rex drin. Also ich schüttel das hier mal. Es poltert hier heftig. Also müsste hier ein Triceratops drin sein. Keine Ahnung. Ne? Kann natürlich sein, ich habe jetzt auch in jedem Ei genau das gleiche drin. Das hier klingt so. Ich denke mal, da ist der Triceratops drin. Und das werde ich jetzt hier auch ganz einfach auspacken. Und bin extrem gespannt. Ne? Ich freue mich auf die Schokolade. Ich liebe diese Schokolade. Nicht in jeder Form, aber die Ü-Eier sind schon klasse. Da kannst du nichts sagen. Ne? Ist ein lustiges Motiv drauf. Weihnachtsmann spielt hier. Okay, mit dem Pinguin, Vögelchen ist auch noch mit dabei, überall so leuchtende Lämpchen, ein paar Tannen, ja, hier hockt auch noch ein Teddy rum, so sieht es aus, das Ganze. Wen es interessiert, hier die Nährwerttabelle. Ich meine, jedem ist klar, er wird nicht schlank davon, okay? So, dann komm, ich mache gar nicht lange rum, ich öffne dieses Ei, ich glaube, man muss es heute nur noch hier leicht drücken. Aber wisst ihr, wenn ich drücke, ist immer alles am Arsch. So, oh, wir haben hier ein weißes Ei mit drin. Oh, das muss ich hier doch gleich mal, komm. Gönn dir, Rupi, ne? Es ist halt sau lecker, ne? Was willst du machen? So, interessant, jetzt pass mal auf. Die Eier hier haben übrigens eine Höhe von 18 cm. Und dieses innere Ei hier, was übrigens ja, so hellgrau oder weiß mit so kleinen grauen und schwarzen Punkten übersät ist, was halt ein bisschen aussieht wie so ein Dino-Ei, ja. Das Ding hier hat eine Höhe von 13,5, sehe ich das richtig? 13,5 cm. Und wenn ich das jetzt wieder schüttel, ne, müsste eigentlich ein Triceratops drin sein. Ob der irgendwas kann, ob es nur eine Figur ist oder ob der irgendwie brüllt oder sich bewegt oder eine Action hat, das schauen wir uns an. Dann lasst uns das Ganze hier mal öffnen und reinschauen. Oh, das geht sogar richtig schwer auf. Moment, ich möchte nicht, dass es mir hier vom Tisch poppt. Du liebe Zeit. Jetzt kommt's und zack, wir haben's. Nein, wir haben hier einen Raptor, oder? Oder? Das ist ein Raptor oder das ist gleich der T-Rex? Das ist braun. Ach komm, Leute, was habt ihr mir denn erzählt? Das ist doch der T-Rex, oder? Das ist der T-Rex. Oh, wir können ihn scannen. Da gibt's eine App. Okay, also das hier ist auf jeden Fall nicht Blue, oder? Und das hat geklappert ohne Ende. Download, free App, okay.
Jurassic World. Hier seht ihr alle drei, die es gibt. Triceratops, Blue und den T-Rex. Wenn ich es aufklappe, das ist der T-Rex, Leute. Ich habe den T-Rex auf Anhieb. Ich glaube, ich spinne. Und ihr habt es gehört. Es hat gerappelt, ne? Habe ich jetzt lauter T-Rex mitgenommen oder was? Ich möchte halt gerne alle haben, ne? Also, wie es aussieht, kommt er mit einer Base und wenn wir hinten drauf drücken, ja, dann bewegt er sich halt nach oben und nach unten. Das war's. Kein elektrischer Sound dabei. Nein, okay. Jo, hier haben wir eine Anleitung dabei, wie wir das Ganze zusammenbauen können. Ihr seht schon, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, kommen die Beine dran, Schritt 5, das Schwänzchen und 6 auf die Base und 7, so sieht das Ganze fertig aus. Okay. Ja, dann möchte ich doch mal sagen, bauen wir das zusammen. Haben wir auch noch einen Aufkleber mit dabei, Stickers. Ja, sehr cool. Also, so sieht's aus. Also, dann komm. Was haben wir hier alles drin? Das Schwänzchen und das ist schon mal aus Gummi. Wir schauen uns das gleich richtig an. Dann die Körperteile haben sie extra noch verpackt. Dann habe ich hier die Base drin. Dann habe ich hier den Unterkiefer, wie es aussieht. Und was haben wir hier noch alles? Ich habe hier die Warnhinweise. Tschüss, Warnhinweise. Dann haben wir hier noch eine Karte mit. Oh, das ist eine Karte. Ja, sehr schön. Das ist eine ziemlich hohe Karte, nur damit ihr mal ein Gefühl bekommt. Das Ding hier hat eine Höhe von 11 cm und ist 5,5 breit. Also eine ziemlich hohe Karte mit dem T-Rex drauf und auf der Rückseite, ja. Da können wir hier die App runterladen und dann entsprechend scannen und damit spielen. Das hier, denke ich mal, ja, ist der Download-Scan. Ne? Also, so sieht's aus. Und dann haben wir hier auch noch Sticker mit dabei. Ja, der Burner. Ja, wie cool ist das denn? Hier der T-Rex rennend. Dann haben wir hier noch einen Abdruck. Dann haben wir hier zwei Triceratopse, schätzungsweise Mutter und Jungtier. Dann haben wir hier Blue und wir haben den Indoraptor. Also das ist cool, ja. Was ich euch sagen kann, so ein Ei kostet um die 8 Euro, eher plus, ja. Ein bisschen teurer. Nur damit ihr wisst, müsst ihr Geld mitnehmen, ne? So, also das hier ist eine wahnsinnig dicke Tüte. Ich hole hier mal alles raus. Dann haben wir hier die Base mit dem Jurassic World Zeichen drauf. Das Ganze sieht aus wie Stein, ne? Schön Vertiefung und Risse, die man hier sehen kann. Das ist eine coole Base, gefällt mir, das kann man auf jeden Fall anschauen. Das hier ist ein Druck, ist kein Aufkleber, haben sie tatsächlich drauf gedruckt. Unten ist es hohl, ja, Copyright von Emblem unter anderem. Und das macht auf jeden Fall einen guten, stabilen Eindruck. Die Base alleine schon hier hat eine Länge, ja, damit ihr es euch vorstellen könnt, von 9 cm. So, ja, T-Rex bauen wir erstmal zusammen, würde ich sagen, oder? So, jetzt muss ich direkt mal gucken. Wir haben hier auf jeden Fall den Unterkiefer, der hier an so einer Stange dran ist. Man sieht hier auch schon die Zunge, haben sie rosa gemacht. Die Zähne sind hier so ein cremeweiß und das kommt jetzt hier, keine Ahnung, kommt das hier rein? Denn hier ist so eine Vertiefung, wo das drin laufen könnte. Hier ist der Unterkiefer. Kommt es da irgendwie rein? So, jetzt passt mal auf, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe das mal so jetzt hier reingelegt, ne? Das Maul, Unterkiefer, ein Oberkiefer und dann läuft es hier innen entlang. Wie auch immer das dann funktioniert. Jetzt müssen wir dieses Teil da drauf schieben, denn dieses Ding hier, die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer, die muss da rein. Also das wird jetzt hier drauf geschoben und dann irgendwie so zusammen geklipst. Ja, klipsen tut's, es ist zusammen, ja. Dann sieht das Ganze hier so aus, aber wo das Ding hier hin muss und wie das dann funktioniert, das ist mir irgendwie nicht so klar. Ich habe keine Ahnung. Also so sieht der auf jeden Fall aus. Ne, man sieht hier schon deutlich die Trennung. Das ist jetzt optisch nicht unbedingt der Oberhammer, aber ja, ich bin mal gespannt. Ne? So, jetzt kommen die Beine dran und zwar auf diese Seite kommt das hier. Ah, hier haben wir ein Loch drin. Da kommt schätzungsweise das Ding hier rein, oder? Sehe ich das richtig? Das Ding hier müsste in das Loch reinkommen. Ja, ich schiebe es jetzt einfach mal hier rein und dann muss ich das von dieser Seite ein bisschen nach unten drücken. Kann das sein?
So, und jetzt schiebe ich das andere Bein dagegen. Jetzt ist wieder rausgehopft. Oh, jetzt fliegt das Bein ab. Moment. So, nochmal runterdrücken. Jetzt dieses Bein hier drauf. Ob das geht. So. Jetzt sind die Beine dran. Okay, und jetzt kommt noch das Hinterteil dran. Also ob das funktioniert, ich kann es euch nicht sagen. So sieht das Ganze aus. Kommt jetzt die Spitze nach oben oder nach unten? Ich mach's mal so dran. Klipst da irgendwas? Ja, das hält. Okay. Also Schwanz geht hin und her. Aber das Maul hier, da bin ich mir noch nicht so im Klaren, wie das funktionieren soll. Wenn ich jetzt... wenn es steht, ist das Maul geöffnet. Wenn es unten ist, ist es zu. Aha, okay. Dann schiebe ich den ganzen Kladderadatsch mal hier rein. So. Ja, das passt. Jetzt steht da, unser T-Way ist cool. Das Bein geht hier hinten an diesen Buckel dran. Okay, so sieht er aus. Und wenn ich den jetzt nach vorne drücken, nach oben, dann öffnet er das Maul ein bisschen. Ach du liebe Zeit, Moment. So, wenn ich nach unten drücke, dann reißt er das Maul ein bisschen auf und nach unten geht es wieder zu. Oh je, das war schon sehr einfach. Boah. Okay, okay, das ist die Action. Das ist die Action, dass das Maul hier ein bisschen aufgeht und wieder zu, okay? Arme könnt ihr nicht bewegen, also lediglich den Schwanz hier hin und her machen, das geht, ja, so. Und dann nach oben und nach unten. Nach unten schließt er das Maul, nach oben öffnet er es ganz leicht, ja. Also so heftig wie hier ist es tatsächlich nicht, aber es funktioniert. Ihr seht, so dulli-mäßig, wie ich das jetzt hier zusammengesteckt habe, funktioniert es aber dennoch, ne? Also jetzt hier mal die Details zu diesem T-Rex. Pass mal auf, der T-Rex hat hier eine Länge von 20,5, würde ich mal sagen, wenn er so steht, eine Höhe von 10 cm. Wenn ich nach hinten drücke, dann richtet er sich auf. Ach, warte mal, ich drücke mal nach hinten. Dann habt ihr hier eine Höhe von 14 cm, okay? Inklusive der Base, also so sieht's aus. Der T-Rex selbst ist nicht schlecht, allerdings dem Film nachempfunden, denn ihr wisst, die neueren T-Rexe, die werden ja eher gerade wieder ein bisschen rundlicher, dicker dargestellt. Also das entspricht jetzt gerade nicht dem aktuellen T-Rex-Erscheinungsbild und wurde halt dem Film angepasst, der T-Rex Lady. Die Augen haben sie hier gold bemalt mit einer schwarzen Pupille, was ich sehr gut finde. Die Pupille guckt auch nach vorne. Dann seht ihr hier schöne Details, was die Schuppen oder die Hautstruktur angeht. Die Zähne sind halt leider ja ziemlich dick, wie ihr seht. Ja, nicht ganz so spitz, wie man es möchte, aber es ist ja ein Spielzeug. Ne? Die Zunge ganz hellrosa. Nicht ganz so schön ist halt wirklich, wie der Kopf hier absteht. Ja, also das ist... Oh, der Kopf ist auch... Hätte ein bisschen schmäler werden können, aber okay. Auch nicht so schlimm. Auch hier sitzt das Auge. Ich sag ja, goldene schwarze Pupille. Dass es hier so raussteht, ist nicht ganz optimal. Dann sehen wir hier auch einen Gehörgang. Die Haut sieht ein bisschen so gittermäßig oder schuppig aus. Also ich spreche jetzt hier von Fischschuppen, von Mini-Fischschuppen. Er hat sehr schöne Falten. Oh, hier unten muss ich das noch weiter zusammendrücken. So, ja, nee, mehr geht nicht. Wenn ich hinten drücke, dann geht es vorne auseinander. Wenn ich vorne drücke, geht es hinten auseinander. Aber ja, so kann man schon lassen. Ne? Das ist es halt ganz einfach. Ja, die Arme haben sie eher kurz gehalten. Die Krallen sind ziemlich lang, sind auch nicht wirklich scharf. Ist alles rund, damit nichts passieren kann. Die Hautstruktur will ich jetzt gar nicht sagen. Das ist schon absolut okay. Das sieht schon klasse aus. Dann hier die Rippen seitlich ein bisschen zu sehen, die Falten. Die Adern hier unten, ne, am Bauch haben sie es noch ein bisschen eher quer skulpturiert. Die Beine sind schön kräftig, die Muskeln kann man hier toll sehen. Die Schuppen, die Hautstruktur ist echt schön geworden. Auch die Waden einigermaßen kräftig. Die Füße gefallen mir gut, ne, so ein bisschen vogelähnlich. Hier vorne die Krallen ziemlich lang. Könnt ihr natürlich repainten. Die Innenklaue seht ihr hier auch noch, die ist angelegt.
Ansonsten steht es hier ziemlich stabil auf der Base drauf. Der T-Rex ist hier in einem Braun, ein kräftiges dunkles Braun durchgehend. Der Schwanz, ja, ist ganz locker dran, aber auch hier sieht man nette Falten und die ziehen sich auch bis nach hinten durch. Schön auch, dass der Schwanz ein bisschen unterteilt ist. Der ist, wie schon gesagt, aus Gummi, könnt ihr verbiegen, damit da nicht abkracht, damit da nichts kracht. Das vordere Teil ist aus Plastik gestaltet, okay? Und die Base unten natürlich auch aus Plastik. Ja, das ist es. Das müsst ihr natürlich wissen, ob euch das Ganze hier 8 Euro wert ist, damit ihr das hier machen könnt. Dann sind, wie schon gesagt, die Stickers mit dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stickers, die ihr hier drauf findet. Die ganze das ganze Blatt hat hier eine Größe von 14 cm und eine Höhe von 7. Also 14 mal 7 cm. Das habt ihr hier auch noch mit dabei. Und dann natürlich noch diese Karte, die hier leider Gottes auch verbogen ist. Und das können wir hier in die App aufnehmen und den T-Rex hier lebendig werden lassen. Also das kriegt er in dem Ei. Plus die Hülle hier, das Riesenei und ein bisschen was zum Naschen, ganz klar. Ich find's cool. Kannst du nichts sagen. Also, dass ich auf Anhieb den T-Rex kriege, der klappert. Ja, er hat geklappert, ihr habt's gehört. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe es erhofft, dass ich ihn dabei habe. Und wunderbar ist dabei. Ne? Also übrigens, sieht gut aus. Von der Pose, von der Stellung ist es schon spektakulär. Aber das hier, das ist nicht ganz so schön. Von der Seite ist es eher die Sonnenseite. Ne? Aber ja, ich meine, es ist Ferrero, da kannst du nicht mehr erwarten. Aber die Hautstruktur, die ganze Gestalt von dem T-Rex finde ich schon klasse. Der ist schon echt toll. Kannst du nicht meckern. Auch die Pose gefällt mir hier wirklich gut. So, ich habe mir die App angeschaut. Also das ist, ja, also das ist wirklich Spielerei. Ihr könnt die Figur frei im Raum bewegen. Es ist übrigens nicht der T-Rex, den ihr hier habt, sondern es ist halt ein Cartoon-T-Rex. Wisst ihr was, schaut euch das ganz einfach selber an. Vielleicht zeigt es auch ein anderer Kanal, aber da sterben mir die Gehirnzellen ab. Seid mir nicht böse. Ja? Wir belassen es ganz einfach hier mal bei der Figur. Wie schon gesagt, in diesem wunderbaren Ei, wo ich schon wieder nochmal eine Ecke weggefressen habe, kriegt ihr den T-Rex in diesem Ding hier. Ob man da wieder reinpackt oder das einfach für andere Sachen benutzt, wie auch immer. Ihr habt auf jeden Fall dann noch diese Karte mit dabei und die Stickers. Ist eine nette Geschichte. 8 Euro oder über 8 Euro ist schon eine ziemlich teure Geschichte. Gut, ist Lizenz, aber trotzdem 8 Euro sind schon ein bisschen heftig. Ihr kriegt halt noch die Schokolade mit dazu. Wenn ihr Spaß habt, könnt ihr nichts falsch machen. Der T-Rex an für sich ist nicht schlecht. Den kann man wirklich anschauen von der Hautstruktur. Also für Ferrero Kinderüberraschungsfiguren ist es schon wirklich Welt. Ich bin sehr gespannt, ob ich die anderen 3 aus der Serie auch noch bekomme. Ihr wisst, ich habe 5 Eier. Das war das erste davon, die anderen 4. Ja, ich werde das nächste im nächsten Video auspacken und dann werden wir mal sehen, was ich dann noch hier raushole. Ich muss schon wieder nach oben gehen, wenn ich ein Brüllen hören möchte. Ja, also das ist alles an Action, was ihr machen könnt, aber es ist schon okay. Ja, für Jurassic World Sammler, die alles gerne davon in ihrer Sammlung haben, kann man das durchaus empfehlen. Das ist kein Thema, ist halt ein nettes Merch. Wie schon gesagt, die Pose auf dieser Base gefällt mir gut. Der T-Rex ist auch in Ordnung. Passt auf jeden Fall zu den Filmen Jurassic Park und Jurassic World. Ich freue mich, dass ich ihn da habe. Was soll ich sagen? Stickers, wer es braucht. Und diese App ist halt wirklich für die Kleinsten der Kleinen. Und die können da ein bisschen Spaß mit haben. Und alle anderen können sich an diesem Modell hier wirklich freuen. Gut, dann würde ich sagen, war es dazu. Ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich bin gespannt, hole ich jetzt noch mehr T-Rexe raus oder finde ich die anderen beiden auch noch, den Triceratops und Blue. Ich würde mich freuen. Wer den hier noch in 360 Grad sehen möchte, bleibt dran. Ich füge es direkt noch an dieses Video mit dran. Ansonsten nochmal danke für euer Interesse. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay.